so sieht es hier drin aus. Überall solche Zellen. Codeband. Zeit. Ja, ich gehe jetzt nicht durch, so wie hier vorne, wie ich Ihnen gezeigt habe. So sieht es im ganzen Schlag aus. Jung. Ja, man sieht hier, ich habe ein, zwei Notlösungen. Schimmel. Da sind schon ein paar Granaten dabei. Beste Jungtaube 2018. Vier Preise, vier Flüge. Die meisten Asspunkte. Ich weiß jetzt nicht wie viel. Ja, und wir haben auch hier ein paar richtige Granaten, die so in Form sind, dass sie die Flügel gar nicht mehr anlegen. Ja. Wie gesagt, überall dieselben Zellen. Ich zeige euch mal ein paar Highlights. Hier. Einer meiner Lieblinge, der Schnucki. Die sitzt auch noch auf den letzten Eiern. Ja, hier so ein paar Fahrbertauben. Das ist mein bestes Pärchen. Na, mach mal scharf. Ja, noch nix. Oh, Licht am Machen. So. Wie gesagt, das ist mein bestes Pärchen. Auch ein Geschwisterpaar. Sie ist mit Abstand die Beste. Und er ist halt der Bruder.
haben uns schon ein paar ordentliche, ein paar schöne dabei. Die werden wir morgen wohl auch raussetzen hier. Die Schimmel da, auch eine Favoritin. Ja, hier sind auch noch ein paar Notlösungen. Aber bald sind die Dinge alle, dann ist sowieso vorbei. Manche sind schon echt top in Form. Ja, hier finde ich auch ganz toll. Ja, wir können oben alles mit Schiebern auf und zu machen. Ne, hier kann man hinschieben, wo man so will. Also funktional schon ziemlich das Beste, was man machen kann. Aber ich liebe euch beide. Einfach zu geil. Ja, wenn die letzten Jungen dann hier raus sind, dann wird sowieso getrennt. Ja, die Reisemannschaft wird dann so um die 120 Tiere sein. Ein paar werden noch, was macht ihr da? Ein paar werden noch selektiert werden müssen. Beziehungsweise in den Zuchtschlag wechseln. Ja, ihn finde ich auch ganz toll da oben. Er ist ein Enkel vom Pokerface von Andreas Drapper. Und wird dieses Jahr jetzt als Jähriger das erste Mal hoffentlich richtig durchziehen. Als Jungtier hat er noch nicht so überzeugt. So, das war es aus unserem Schlag von innen. Ja, kommt der hier. Ah, das war ein schöner Schluss. Ciao.